war's dann heute beim 6-mal Liga? Ich bin einfach nur stolz, eigentlich kann ich sagen. Ja. Ich finde, das haben die echt gut gemacht. Das ist, Dortmund ist ein Gegner, der hat letztes Jahr, glaube ich, in die Regionalliga mit Playoff gespielt. Und ich finde, wir haben uns als Team gut geschlagen. Wir sind gut aufgetreten, haben kompakt gespielt. Wir haben im zweiten Drittel so ein bisschen die Faden verloren. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, schnell wieder gewickelt. Ich glaube, das war auch so die Anfangsphase im zweiten Drittel. Ihr kamt aus der Kabine in Unterzahl und gleich relativ schnell die Tore bekommen. Ja, das ging ein bisschen schnell, ja. Ich sage ja, da haben wir ein bisschen die Fahnen verloren. Also erstes Drittel habt ihr gut mitgehalten. Ja, auf jeden Fall. Also auch fantastisch das Spiel gestaltet, im letzten Drittel auch wieder. Ja. Und machst du, wie hast du das gesehen, Ende zweites Drittel, ihr habt ja einen Pfund von Chancen gehabt. Ich meine, machst du da noch ein, zwei Tore? Das Spiel ganz anders, aber den musst du halt auch reinmachen. Und das müssen wir noch nicht dran arbeiten, aber das kriegen wir, glaube ich, rein. Du heute mit der ungewohnten Nummer 2 auf dem Rücken. Ja. Aber deine 97 kriegst du wieder. Die kriege ich wieder, ja. Die Trikots waren noch nicht da. Ja, okay. Die haben wir bestellt, aber die hängen irgendwo fest. Du auch als Kapitän heute? Ja, für Viktor. Für Viktor? Genau. Okay. In der Saison dann auch der Stellvertreter für Viktor? Ja, das denke ich, gehe ich von aus, ja. Ja. Genau. Fitheitsgrad bei euch in der Mannschaft, wie weit seid ihr? Wie lange trainiert ihr eigentlich schon? Ich glaube, drei, vier Wochen sind wir schon drauf. Wir haben jetzt dreimal die Woche Training, das läuft ganz gut. Sind viele immer dabei, alle haben Bock eigentlich aufs Eis. Natürlich ist es ein bisschen mit Arbeit verhindert mal oder so, aber das ist ja nicht so schlimm, wir sind ja ein großer Kader. Von daher ist das Training immer sehr gut und sehr schnell. Ihr wart 21 Leute heute, aber ihr habt ja noch so ein paar, die gerade dabei waren. Genau. Viktor, Tobi, stimmt, und Konsorten. Eine große Mannschaft in diesem Jahr. Ja, musst du auch haben. Wenn alle arbeiten, wenn wir keine Profis sind, dann brauchst du einen großen Kader. Ne? Ja. Das ist einer, den anderen ersetzt. Das muss klappen. René, dir alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. Klasse für einen guten Saisonstart, denke ich mal, heute. Habt ihr gut gemacht, Dortmund, wenn man sich vorstellt, wer da alles spielt. Und viele kennen wir ja aus der Oberliga. Und von daher ein geiles Ding heute. Ja, viel Spaß gemacht, stolz zu sehen. Mannschaft. War gut. Alles klar. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist. Die letzten Spiele Anfang des Jahres warst du ja anderweitig beschäftigt. Genau. Heute 2-6 verloren. Was war dein Eindruck vom heutigen Spiel? Viele positive Dinge mitgenommen, auch noch viel zu lernen. Man hat gemerkt, dass Dortmund schon eine andere Klasse ist, aber wirklich positiv überrascht durchweg und gutes Spiel gehabt auf jeden Fall. Du bist heute wieder mit 2 Minuten besegnet worden. Ja. Ich fand, da war nichts. War, keine Ahnung, unglücklicher Call sozusagen. Ja. Das passiert alles so gut. Rückspiel in Dortmund und dann die Saison, die ansteht. Es werden ja alles interessante, fast Lokal-Derbys, ja, die hier. Wie siehst du die Chancen in dieser Saison für die Crocodiles? Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall unsere Zeit brauchen, um es ein bisschen festzuspielen, logischerweise, weil wir ein junges Team, ein unerfahrenes Team haben. Ja. Wir haben zwar erfahrene Jungs dabei, aber es ist, die Regionalliga ist echt super stark geworden in den letzten Jahren. Und ich hoffe auf eine positive und sehr, sehr gute Bilanz in der Saison. Du kennst die Mannschaft vom letzten Jahr, du kennst die Mannschaft, die arbeitest mit der Mannschaft in diesem Jahr. Was hast du zu den Verstärkungen, die da gekommen sind für diese Mannschaft? Es wurden die richtigen Puzzleteile eingekauft sozusagen, die wir dazu bekommen haben und du merkst durchweg, dass es genau die Verstärkung war, die wir gebraucht haben und auch super Jungs dabei. Ich wünsche dir toll, 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 gutes Gelingen, keine Verletzung, eine geile Saison, danke, wenig Strafen. Super, danke sehr. Vielen Dank.